Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, Borussia Dortmund aktuell nach 2 Spieltagen hat BVB 4 Punkte auf dem Konto. Passt die neue Taktik, passt das neue System von Nuri Sahin zum aktuellen Kader von Borussia Dortmund? Das schauen wir uns heute alles genauer an. Den Kadercheck, Aufstellung, Taktik und natürlich das System. Ja, natürlich, der BVB hat sich natürlich in dieser Transferperiode ziemlich stark verstärkt, gerade in der Offensive. Man darf aber auch jetzt, wie wir es hier gerade links sehen, die Abgänge nicht vergessen. Niklas Füllkrug im Sturm, dadurch andersrum natürlich auch Marco Reus, die BVB-Legende. Das wusste aber der BVB, dass Marco Reus Borussia Dortmund verlassen wollte. Dazu natürlich auch, er fehlt jetzt hier, Mats Hummels, natürlich Innenverteidiger, jahrelang bei Borussia Dortmund. Auch den Spieler muss Nuri Sahin jetzt auch erstmal trotz der neuen Zugänge erstmal kompensieren. Was hier natürlich links auch bei den Abgängen auffällt, sind die Stürmer. Moukoko nicht mehr da, Haller nicht mehr da und wie gesagt gerade Füllkrug auch nicht mehr im Angriff bei Borussia Dortmund. Und dazu auch Talentspieler, sage ich jetzt mal, Paris Brunner ist ja auch gewechselt. Das fällt dann auf 3 Stammstürmer aus dem Kader 23/24. Dazu auch noch Brunner. Also 4 Stürmer haben den Verein verlassen. Borussia Dortmund natürlich sehen wir rechts. Maximilian Bayer von Hoffenheim geholt. Natürlich Girassi vom VfB Stuttgart. 2 natürlich sehr, sehr gute Stürmer. Aber passt das alles in das aktuelle System, in die aktuelle Taktik von Neutrainer Nuri Sahin? Das schauen wir uns jetzt im Video genauer an. Aktuell spielt ja der BVB unter Nuri Sahin mit 3 Innenverteidiger. Und da sehe ich für mich jetzt persönlich schon das größte Problem beim BVB bzw. im Kader. Klar, Schlotterbeck, sehr guter Innenverteidiger, Süle normalerweise auch. Dazu natürlich auch Waldemar Anton vom VfB Stuttgart, ebenfalls ein sehr guter Innenverteidiger. Klar, 3 auf einer Linie, hört sich sehr gut an, aber das Problem bei BVB ist, man hat keine Reservespieler in der Innenverteidigung, da ja auch hier in den Klammern wären das noch die möglichen Spieler, die dann frei sind, die dann nicht auf dem Spielfeld stehen, sondern auf der Bank sitzen würden, die eventuell die Position dann ersetzen könnten. Bei Schlotterbeck unter anderem wäre es vielleicht dann Benzebaini, wurde jetzt ja auch eingewechselt, wo Schlotterbeck die gelb-rote Karte gesehen hat. Süle, da wäre dann Mané, der eventuelle Reservespieler für Süle. Ja, bei Anton fehlt schon quasi einer, weil es gibt so gesehen nur 3 gelernte Innenverteidiger mit Erfahrung beim BVB im jetzigen Kader. Klar, im zentralen Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld, klar, da hat man Kroos und Emre Can. Klar, hat jetzt auch BVB-Trainer Nuri Sahin gesagt, Emre Can kann natürlich auch in der Innenverteidigung spielen, aber das Problem ist dann wieder, jetzt für Schlotterbeck ist Gelb-Rot gesperrt, könnte Emre Can in die Innenverteidigung rücken, dafür müsste aber ein anderer Spieler Emre Cans Position dann im Spiel ersetzen, wie hier eventuell dann Emencha. Klar, auch ein sehr guter Spieler, aber Emencha hat schon wieder ein ganz anderes Spielerprofil als ein Emre Can oder halt als ein Kroos. Bethien ist ein Talentspieler. Klar, wir Fußballfans freuen uns immer, wenn ein junger Spieler, ein Talentspieler mit ins Profiteam kommt. Aber man darf nicht vergessen, es ist Bundesliga, es ist Champions League. Da will man natürlich auch schon Spieler haben, die Erfahrung haben. Und klar kann man mal einen Talentspieler mal die letzte halbe Stunde reinschmeißen. Klar, aber von Anfang an in wichtigen Spielen setzt man da auch einen Neutrainer Nuri Sahin lieber natürlich auf Spieler mit Erfahrung. Und da wäre das Problem, Can in der Innenverteidigung, klar, kein Problem. Aber dann muss jemand ihn ersetzen mit einem ganz anderen Spielerprofil. Und daher zweifle ich daran, dass Nuri Sahin mit 3 Innenverteidigern die komplette Saison durchziehen wird. Das kann ich mir so nicht ganz vorstellen. Oder wenn die Champions League-Spiele dann kommen, was ist? Verletzt sich unter anderem vielleicht mal ein Anton? Dann müsste Nuri Sahin wieder sein System, seine Spielerposition ändern, weil er halt eventuell sein System durchboxen möchte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nuri Sahin ist schlau genug, um eventuell dann doch nochmal sein System, seine Taktik, dem BVB-Kader anzupassen.
Klar. Und im Sturm dasselbe. Eigentlich Guirassy, sobald er fit wird und wieder auch gesund ist, richtig fit ist für die Mannschaft, wird er auch vorne gesetzt sein. Bayer ist dann auf der Reservebank. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass der BVB so viel Geld ausgegeben hat, um eventuell einen von beiden auf die Reservebank zu setzen. Im Endeffekt muss es leider so sein, weil der BVB hat nur diese zwei Stürmer im Kader. Also kann selbst da Nuri Şahin beide Stürmer gleichzeitig gar nicht aufs Spielfeld schicken. Das ist das nächste Problem, eventuell gerade in Topspielen oder halt gegen sehr gute Vereine. Ja, und daher auch habe ich auch mal meine Aufstellung mit reingenommen. Ist jetzt keine Revolution beim BVB, aber warum soll man die Taktik ändern, die sonst jahrelang schon eigentlich auch sehr gut beim BVB funktioniert hat? Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Da hat dann der BVB wieder Linksverteidiger Ryerson, Rechtsverteidiger dann Couto, wenn er wieder fit ist. Dann hat man aber auch die Reservespieler für das alte System, sage ich mal. Benzabaini kann Linksverteidiger spielen, Talentspieler Kabar kann auch Linksverteidiger spielen, Schlotterbeck Innenverteidigung gesetzt, klar. Dann hätte man, wie gerade auch schon, Mané als Reservespieler. Anton Stammspieler ist eigentlich auch klar. Süle Reservespieler. Weil Süle, da wissen wir alle, er fängt immer ganz gut an in der Saison. Aber gerade dann in der Rückrunde kommen meistens so letzten Jahre immer seine kleinen Problemchen. Dann würde er aus einer Dreierkette auch rausfallen. Und dann hätte Nuri Şahin wieder ein Problem. Wer sollte dann Süle eventuell auf Dauer ersetzen? Aber mit einem 4, wie habe ich es genannt, 4-2-3-1-System hätte man dann zumindest Reservespieler auf der Bank für die Innenverteidigung. Karriere Rechtsverteidiger, da habe ich jetzt auch so keinen richtigen Reservespieler spontan so jetzt gefunden. Klar wird sich da jemanden finden, der auch eventuell mal Couto ersetzen könnte, eventuell Ryerson mal Rechtsverteidiger, dafür halt dann Benzabaini mal Linksverteidiger, falls es Verletzungen geben sollte. Im Sechserbereich bzw. Zentralmittelfeld, klar, groß, da könnte auch dann ein Mensch spielen. Bei Can könnte zum Beispiel dann Sabitzer spielen. Wettjen wäre ja auch noch da. Offensiven Bereich natürlich Julian Brandt gesetzt. Reyna, der jetzt auch beim BVB bleibt und sich dort auch durchsetzen möchte unter Neutrainer Nuri Şahin. Reyna als Reservespieler. Linksaußen im Moment geht es ganz gut in Form. Reservespieler als Beispiel wäre dann Adeyemi. Rechtsaußen Malen ist jetzt auch beim BVB geblieben. Dann wäre Talentspieler, sage ich mal, Duran Will, Reservespieler plus natürlich auch Talentspieler Kempel. Im Sturm Einstürmer, Guirassy gesetzt, denke ich mal. Und dann hätte man Bayer als Reservespieler. Das wäre eigentlich für mich persönlich, ist auch alles gar nicht böse gemeint, wäre das so für mich die beste Taktik, das beste System für den BVB-Kader, der gerade aktuell da ist. Klar kann man in der Winterpause eventuell noch sich gerade in der Einverteilung verstärken, aber das ist aktuell der Kader, den der neue Trainer Nuri Şahin zur Verfügung hat. Und auch die Champions League fängt bald an. Und daher sage ich mal, Nuri Şahins Taktik mit drei Innenverteidigern könnte ein Problem auf längere Sicht in der Bundesliga werden, falls wie jetzt gelb-rote Karte schon zustande kommt durch Schlotterbeck oder Verletzungen. Natürlich hat Borussia Dortmund einen super Kader. Die erste Elf ist top und im Offensivbereich hat man auch noch genügend in der Breite. Aber in der Defensive, wie gesagt, ist BVB, ist Borussia Dortmund nicht sehr gut besetzt. Aber in der Bundesliga, denke ich mal, gehört BVB Borussia Dortmund für mich unter den besten vier in der Bundesliga, was auch den Meisterschaftskampf betrifft. Also Borussia Dortmund wird schon unter den ersten vier landen. Ja, in der Champions League, da mache ich mir halt Sorgen, wenn Nuri Şahin weiterhin die Dreierkette spielen lassen wird, kann ja immer was passieren, Verletzung. Vielleicht vom wichtigen Spiel wie zu Hause gegen FC Barcelona müsste ein Süle ersetzen, dann müsste er Can in die Abwehr und dann müsste für einen Can ein anderer Spieler im Mittelfeld spielen. Das bringt Unruhe ins Team und daher würde ich schon hoffen für alle, auch für die BVB-Fans, dass Nuri Şahin auf Dauer wieder das alte Dortmund-System mit Linksverteidigung, Rechtsverteidiger spielen mit, auch gerade in der Champions League. Zu Hause gegen Barcelona, Donetsk, Celtic, Sturm Graz, auswärts bei Real Madrid, das Topspiel, Club Brügge.
Dinamo Zagreb oder auch beim FC Bologna. Sollte der BVB Borussia Dortmund eigentlich sollte Borussia Dortmund die Ligaphase in der Champions League schaffen, eigentlich schon, wenn man zu Hause gegen Barcelona zumindest nicht verliert und gegen Donetsk, Celtic und Sturm Graz natürlich zu Hause gewinnt und auswärts bei Zagreb, denke ich auch, und Glück Brügge ist auch was drin, dann sollte Borussia Dortmund auch direkt das Achtelfinale der Champions League erreichen. Ja, liebe Fußballfreunde, das war jetzt so meine Taktik-Kader-Analyse vom Borussia Dortmund und Nuri Sahin-System von 2024-25. Wie gesagt, nur eine Idee von mir mit meiner Taktik gewesen, überhaupt nichts Böses. Aber mit drei Innenverteidigern, bei nur drei Innenverteidigern im Kader, kann das eine gefährliche Geschichte werden für Borussia Dortmund. Schauen wir mal, ob Sahin weiter so spielt und wo der BVB in der Bundesliga und Champions League landen wird am Ende der Saison. Mein Tipp, wie gesagt, in der Bundesliga auf jeden Fall unter den Top 4. In der Champions League kann Borussia Dortmund natürlich auch das Viertelfinale oder auch Halbfinale, auch das Finale erreichen. Kommt dann immer darauf an, welche Gegner man bekommt. Wie ist deine Prognose für den BVB? Wo landet der BVB in der Bundesliga und in der Champions League? Schreib es in die Kommentare. Grüße gehen raus nach Essen und nach André. Hat es dir Spaß gemacht? Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Also dann, viel Spaß noch. Wir sehen uns. Tschüss.